Edelstein, Schleifer. Da ließ man abgeben, Fragezeichen. So, es war sehr entlang, aber wichtig. Es kann nämlich auch gut sein, dass wir alle 8 Talisman-Teile finden müssen und dann diese Teile der Person geben müssen, die es am meisten benötigt, um so die Stabilität hier unten wiederherzustellen. Zum Beispiel. Links ist ein Checkpoint, rechts sind die Hauptbüros quasi. Was haben wir hier? Schon wieder eine Armory, die abgeschlossen ist. So, wer bist du? Cecil. Bist du ein Krieger? Ja. Warum kämpfst du? Ich muss die Tugenden aufrechterhalten. Er lädt uns gerade ein, dem Orden beizutreten. Okay, ich akzeptiere. Falls du vorhast, wirklich ein Ritter zu werden, solltest du zuerst zu Dorna, unserer Anführerin. Oh, ist doch eher Dorna. Er residiert in diesem Raum. Vertraue ihm während der Initiation und du solltest in Ordnung sein. Nun gut, ich werde ihn suchen. Dorna, vertraue ihm. Du bist nicht Dorna. Du solltest mit Dorna sprechen. Ich werde ihn suchen. Es waren aber nur 2 Leute hier drin. Ah, nee, da hinten. Zum Gruße, ich bin Dorna Eisenfaust, Anführer der Ritter des Ordens von Crux Ansata. Wer bist du? Ich bin Gerugon. Warum bist du hier gekommen? Ich will viele Dinge. Erstmal sage ich ihm, dass wir den Talisman von Kabiros suchen. Ah, der gute Sir Kabiros. Viele von unserem Orden suchen diesen Talisman. Aber ich kann dir nicht sagen, wo er ist. Nur jemandem, der zu unserem Order gehört. Darf ich unserem Order beitreten? Nun, du musst antworten meine Fragen zur besten, so gut du halt kannst. Und ich werde bewerten, ob du würdig bist, dem Orden beizutreten. Identifiziere dich selbst, sodass ich sagen kann, wer fragt. Ich bin ein armer Sohn meiner Mutter. Bist du gewillt, dein Leben für den Orden zu opfern? Ja. Und beugst du dich unserer Gerechtigkeit? Ja. Nun gut, du hast den Tod verdient, hierher zu kommen. Und du wirst deine Belohnung haben. Hier ist ein Becher, der Gift enthält. Schnell und tödlich. Nimm ihn und trink ihn. Nun gut. Du nimmst den Becher. In ihm ist eine klare, nicht riechende Flüssigkeit. Du hebst den Becher zu deinen Lippen und schmeißt ihn zum Boden oder trinkst ihn in einem Schluck. Wir trinken ihn in einem Schluck. Es schmeckt nach reinem Wasser. Du wartest ein paar Momente und nichts passiert. Dann schreit jemand aus, als wenn er klagen würde und Trauermusik spielt. Jener, der von diesem Becher trank, ist nun tot. An seiner Stelle steht Gerugon, Esquire, also Ritter des Ordens des Crux Ansata. Sag mir, hattest du Angst? Ja. Gut. Angst zu kennen ist der erste Schritt, Mut zu erkennen. Du bist nun ein Knappe in diesem Orden. Sehr schön.
Deine Aufgabe ist, sobald man beigetreten hat, gleich eine Aufgabe. Deine Queste ist, das Schriftstück von Lorne zu finden. Ein Dokument von einem der ersten Ritter, die hier gesiedelt sind. Das Dokument wurde in den ersten Jahren der Kolonie geschrieben und enthält viel Wissen über diese Zeit. Es ist jedoch verschwunden und viele vermuten es im Trollheimatland. Suche es und wenn du hierher zurückkehrst, wirst du ein Ritter unseres Ordenwerdens. Ich danke dir. Kannst du mir dennoch etwas vom Kabirus Talisman sagen? Es ist ebenfalls meine Queste. Sehr wenig. Es gab 8 Stück. Und Kabirus hat sie jedem der großen Anführer der 8 Gruppen, die im Abyss gesiedelt sind, gegeben. Er ist jedoch gestorben und alle 8 sind verloren gegangen. Ah, es wird gesagt. So, Stift, Papier. Wow. Es wird gesagt, es war ein Buch. Wo ist Platz? Da ist Platz. Ein Buch. Eine Flasche Wein? Weh, ich habe die irgendwie getrunken oder weggeschmissen. Flasche Wein, ein Schild, Schwert, ein Taper, eine Standarte, ein Becher und ein Ring. Oh, dieser Meißel, den wir gefunden haben, der ist gar kein Talismanteil. Das finde ich jetzt nicht so toll. Aber okay, dann können wir es hier echt dem Steinmetz geben. Oder dem Edelsteinschleifer. Jede war mit der Macht einer einzigen Tugend gefüllt oder erfüllt. Und es wird gesagt, dass die Tugend daran besteht, sie zu suchen und sie zu finden. Also sowohl im Suchen als auch im Finden. Ich weiß nur von dem Taper und der Standarte. Der Taper wurde von uns gestohlen. Die Standarte kriegt derjenige, der eine ehrenhafte Tat vollbringt. Okay, vielen Dank, Bruder, und danke. Sehr viel zu tun. Aber okay. Was markieren wir mal ganz kurz? Rit brauchen wir. Für ihn hier. Schon vergesse ich den ganzen Rest. Ich schreibe mir das hier mal einfach irgendwo auf. Also. Book. Wine. Shield. Sword, Taper, Cup, Ring und Standard. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Und jetzt gehe ich zurück zu dem Schleifer und drücke ihm das Ding in die Hand, weil das scheint ja echt nicht richtig zu sein. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Ring, weil es ja ein Edelsteinschleifer ist. Der Edelsteinschleifer von Kulnis. So, wo? Edelsteinschleifer rechts rum. Sprich. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, was dir helfen könnte. Und zwar das da. Oh, das kann ich nicht annehmen. Ich bestehe darauf. Das ist sehr nett von dir. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr mir dieser Gegenstand helfen wird. Du hast sehr viel Demut bewiesen, dadurch, dass du mir diesen Gegenstand gegeben hast. Ich sollte jetzt nicht erwähnen, dass ich es nur getan habe, weil ich weiß, dass er nicht wichtig ist. Es ist nur rechtens, dass ich dir von dem Ring der Demut erzähle. Aha. Es gibt einen Raum im Nordwesten, in dem Level unter uns. Dort wirst du 4 Schalter finden. Mein Zettel wird so voll.
diese Reihenfolge. Erstmal ein kleines Eckchen rausschreiben, so. Nordwesten, Südosten, Nordosten, Südwesten. Level 4 ist das. So. Sei vorsichtig und betrete nicht die Mitte des Raumes. Auf bald. Okay. So viele Sachen. Karte. Level 5. Doppelpunkt. Nordwesten. Südosten. Nordosten. Südwesten. Mitte meiden. Das gehört zum Ring. Ich würde gerne richtig drin malen können, so à la Paint. Aber, gut. Wir gehen jetzt hoch. Wir gehen dahin. Und wir gehen jetzt schon runter. Denn ich will gucken, ob ich an den Ring jetzt schon rankomme. Weil wir haben viel zu viel auf einmal zu tun. Und ich weiß, es liegt in meiner Natur, Sachen zu vergessen. Deswegen will ich jetzt schnell die Sachen erledigen, von denen ich weiß, dass ich sie relativ schnell erledigen kann. Und ich glaube, ich kann das schnell erledigen. Weil er hat mir genau gesagt, was ich machen muss. So. Also hoch, Richtung Norden. So. Oh, 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 oh. Autsch. So, und hier ging es nach unten. Licht aus. Kurz schlafen. Licht an. Runter. Und, oh. Sofort vergiften. Das ist so klar, du bist. Stirb. Ja, nicht weg. Oh, kommt noch eine. So, eine kaputt. Eine von beiden Seiten angegriffen, ist schon mal nicht gut. Angeschlagen. Kaputt. So, ein Schlag noch. Zwei Schläge noch. Keule beschädigt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, sehr schön. Also er meinte im Nordwesten dieser Etage, richtig? Was haben wir? Nur für Wachen. Nordwesten. Wir sind in die eigene Wache. Vielleicht sollten wir doch nochmal zum Dingens zurück. Zum Ankh. Ah, ich bin echt unsicher. Also ob wir nicht vielleicht doch nochmal Schwerter und Keulen erhöhen oder Angriffskraft, wenn wir besser zurechtkommen. Und falls es dann wirklich eine Stelle gibt, wo man Punkte investieren müsste, um eine Rätsel zu lösen, wie zum Beispiel das mit dem Springen, dann müssten wir eigentlich nur in Anführungszeichen so lange Gegner finden, bis wir wieder aufsteigen. Gucken wir mal. Erstmal versuchen einigermaßen zurechtzukommen. Wir können ja theoretisch immer wieder schlafen, Essen herbeizaubern und so weiter. Das ist ja nicht ganz so das Problem. Das sieht fast so aus, als wenn das gemeinte Gebiet gewesen sein. Ach, noch einer. Könnte. Aber das war ein größerer Raum und die Mitte sah schon ein wenig bedrohlich aus. So, beschädigt, er ist rot. Er ist tot. Noch vier Oh. Hier ist kein Schalter. Hier sind nur Schädel.
Da ist ein Kopfloser, noch ein Kopfloser. Oh, da war was. Zu schwer. Wir müssen weg, 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 weg. Hier geht's raus, okay. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Und zu. Zu. Geht nicht mehr zu. Oh. Warum ziehst du dich zurück? Okay. Hoher Staatskammer. Okay. Licht aus, schlafen. So, hochheilen. Nochmal schlafen. Und dann sollten wir auch gleich wieder neues Essen beschwören. Also das da. Alles weg. I. B. N war das, ne? Ne, I. M. I. M. N. So, ganz viel davon. Du weg. Dich vorbereiten. Schlafen. Licht. Dich wechseln auf IBM. Und ganz viel essen. Oh. Yum, yum. So. Was ist das Grüne da? Achso, Maiskolben. Alles weg. Okay, definitiv Hunger. So, was sagt die Karte? Im Nordwesten der fünften Ebene. Das ist definitiv hier. Aber ich habe da keine Schalter gesehen, nur den Kopflosen. Na gut, speichern wir erstmal ab und sehen uns dann gleich wieder.